Ja, Direktversicherung oder Pauschalnotierte Unterstützungskasse, das ist ja, eine Frage, die sich vielleicht auch manchmal stellen kann. Direktversicherung ist eben ein Weg, der als sehr einfach gilt, aber aus meiner Sicht hochkomplex ist. Einer der Wege, wo die meisten Fehler passieren, wo die meisten Dinge falsch gemacht werden, wo auch die meisten arbeitsrechtlichen Haftungen entstehen. Aber Weg, den jeder kennt, der bekannt ist. Direktversicherung, das Geld geht einfach zur Versicherung, der Mitarbeiter hat einen direkten Anspruch. Das Unternehmen ist über Paragraph 363 freigestellt, das heißt, es hat den entsprechenden Aufwand für die Zahlung und der Mitarbeiter hat einen direkten Anspruch mit vielen, vielen Fallstricken, die daran hängen. Letztendlich auch die Anlage der Versicherung in Staatspapieren, wer das möchte, kann das natürlich gerne tun. Ja, und die pauschalnotierte Unterstützungskasse, das ist schlichtweg ein Innenfinanzierungsweg, das ist schlichtweg ein Weg, der vielleicht ganz einfach gesagt, das Geld nicht an die Versicherung abfließt, sondern im Unternehmen bleibt. Das einerseits. Zweitens, das Geld sich vom ersten Euro an verzinst, nicht bei der Überweisung schon einiges bildlich gesprochen verloren geht, weil bei der Versicherung letztendlich nur, sage ich mal, 70% ankommen und 70% in die Verzinsung kommen, mit der Folge, dass erst nach 15 Jahren im Durchschnitt das eingezahlte Kapital wieder vorhanden ist. Da bleibt das Geld halt im Unternehmen, verzinst sich ab dem ersten Euro an. Und das hat nämlich zwei Effekte. Das eine ist Mitarbeiterbindung, weil die Effizienz natürlich, wenn sich 100% von Anfang an verzinsen, wesentlich höher ist, wesentlich mehr zum Schluss rauskommt, als wenn sich nur zum Beispiel 70% mit einem kleinen Zins verzinsen. Und zweitens natürlich Innenfinanzierung. Wenn das Geld im Unternehmen bleibt, kann ich mit dem Geld erstmal machen, was ich will. Ich kann das Geld im Unternehmen anlegen, im Anlagevermögen, ich kann es einem Vermögensverwalter geben, ich kann es in Sachwerte stecken, in Immobilien, ich kann meine Kontokorrent-Darlehen zurückfahren, ich kann meine Bankdarlehen zurückfahren. Ich habe da vielfältige Möglichkeiten. Und natürlich das dritte Wesentliche, es ist komplett flexibel ausgestaltbar. Wir können mit einem Arbeitgeberzuschuss arbeiten, wir können unterschiedliche Mitarbeitergruppen unterschiedlich behandeln, wir können vor allem was Arbeitgeberfinanziertes draufsetzen, weil letztendlich es ja keine Liquidität oder erstmal keine Liquidität kostet, sich die Kosten später durch Fluktuation, durch steuerlichen Aufwand, durch steuerliche Vergünstigungen praktisch kompensieren und solche Dinge mehr. Also es ist was methodisch, was betriebswirtschaftlich komplett anderes. Es ist was sehr Altes, die pauschalnotierte Unterstützungskasse, und es ist was sehr Cleveres. Und aus meiner Sicht vor den strategischen Zielen Bankenunabhängigkeit, Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung fast alternativlos, weil sie eigentlich immer mehr Unternehmer damit beschäftigen und eigentlich auch beschäftigen müssen.